So, ich werde euch heute anhand eines Beispiels den Umgang mit dem Media Tracker etwas näher bringen. Beschwert euch nicht über die schlechte Grafikeinstellung, somit habt ihr wenigstens halbwegs flüssiges Bild bei Fahrten. Wir wollen jetzt als nächstes mal bei dieser sehr simplen Strecke das beim Eingang im Looping das Ganze in die First-Person-Sicht wechselt, weil man sonst nicht wirklich weiß, wo man hinfährt und manche sich darüber beschweren, wenn sie es manuell umschalten müssen. Danach soll aber sofort wieder freie Sicht sein, freie Kamerawahl in dem Sinne. So, als erstes braucht man dafür einen Media Tracker Ghost, den hatte ich schon vorher anscheinend gemacht. Einfach die Strecke einmal abfahren, entweder hier in diesem Menü unter Media Tracker Ghost aufzeichnen oder die Strecke einmal validieren. Danach wollen wir das Ganze bearbeiten. Wir fügen eine neue Gruppe ein, und zwar nennen wir die mal Eingang Looping. Diese Gruppe soll Auslöser bekommen, wie der Name sagt, bei Looping Einfahrt und den Spieler in die First-Person-Perspektive bringen. Deshalb bringen wir einfach überall, wo halt First-Person angesagt ist, diese Trigger-Points an. Größere Bereiche können auch abgedeckt werden, einfach halt mehrere nacheinander stapeln oder wie man es halt will. So, die Trigger-Points sind gesetzt. Danach fügen wir Elemente hinzu. Und zwar Kamerafahrt, ein bisschen doof übersetzt, soll so viel heißen wie fahrende Kameras. Und zwar soll diese endlos sein. So, dieser grüne Punkt muss leuchten. Und nicht die Default-Kamera, sondern Internal heißt Cockpit-Sicht. So, die soll endlos sein in dem Sinne, dass der Spieler genügend Zeit hat, den Looping zu dich fahren. Wir setzen dazu nämlich, was weißt du, wir hätten dafür hier neue Gruppe. Da, um diese First Person wieder aufzulösen, setzen wir jetzt nämlich einen eigenen Trigger. Und zwar immer da, wo halt wieder freie Sicht sein soll, für Leute, die halt Third Person bevorzugen. Für andere soll aber auch die Möglichkeit gegeben sein, weiterhin in First Person zu fahren. Diese Trigger sollen also einfach diesen Zwang in die First Person auflösen. Trigger sind gesetzt, wir fügen wieder ein neues Element hinzu, Kamerafahrt. Setzen die Zeit auf 0, weil Default ist nämlich nicht einfach die Standardkamera, die der Spieler sich gesetzt hat, sondern auch eine Kamerasicht. Wenn wir sehen, Behind, Default, Internal. Wäre das jetzt 3 Sekunden, dann wäre der Spieler 3 Sekunden lang halt in eine bestimmte Kamerasicht gezwungen. Bei 0 Sekunden wird nur sämtliche Zwänge von vorherigen Kameraperspektiven, also diese endlose First-Person-Sicht, überschrieben. Und 0 Sekunden heißt, der Spieler hat dann sofort wieder freie Sichtwahl. So, das war's in dem Sinne schon. Wir können das Ganze mal testen. Werdet jetzt wahrscheinlich schön ruckeliges Bild sehen. Bei höheren Grafikeinstellungen wäre das Ganze noch schlimmer. Frisst halt doch ein bisschen Systemleistung, das Ganze wieder aufzunehmen noch. So, wir speichern jetzt einmal das Replay. Media Tracker Test. Eben, wo ich die Freigabe. Und fügen jetzt noch etwas Schönes, Simples ein. Och. Und zwar so einen schönen Ghost. Ich setze jetzt hier einfach mal ein bisschen Wasser. Muss nicht sein, finde ich aber irgendwie mal wieder lustig, wenn die dann im Wasser gefangen sind. Und fügen eine neue Triggergruppe hinzu.
Und diese Triggergruppe, die soll hier im Wasser gelegt sein. Und nein, das noch nicht. Wir importieren Ghosts oder Replace. Was wir Trigger Test. So, den Ghost können wir uns jetzt mal angucken. Das ist halt das, was wir gerade abgespeichert haben. Fügen noch etwas hinzu. Kamerafahrt. Weil normalerweise würde jetzt der Ghost zwar losfahren, aber die Kamera wäre immer noch auf den Spieler gesetzt. Wir sagen 0 Sekunden. Aber nicht Local Player, sondern halt dieser Ghost, je nachdem wie er benannt ist. 0 Sekunden. Deshalb, die Kamera ist dann tatsächlich auf den Ghost fixiert, aber man kann noch die Kameraperspektiven frei wählen. Ist bei vielen nicht so, dass man, da ist man in der Third Person gezwungen, sieht vielleicht nicht wirklich, wo der Ghost gerade lang fährt. Ja. Um darauf auch nochmal schön hinzuweisen, kann man jetzt einen Text hinzufügen. Ja, ein bisschen schnell. So, also auf hinzufügen, Text. Fügen hier oben Text ein. Lassen wir alles so. Bestätigen einmal. So, gucken wir uns das Ganze jetzt einmal an. Anfang an, bitte. Ja. Kommt jetzt nämlich viel zu spät. Nein, wir brauchen keine Bedingungen. Wir wollen die Zeiten ändern. Soll nämlich ganz am Anfang schon eingebunden werden. Und dann für 3 Sekunden, das reicht. So, jetzt brauchen wir natürlich noch etwas, was auf diesen Ghost, wo er dieses GPS hinweist. Ach, bin ich noch rausgegangen. Fügen noch einen Trigger hinzu, der direkt beim Start einfach ist. Und fügen ebenfalls ein Element hinzu, Text. Sagen... vor GPS oder vor Help oder was auch immer. Nehmen wir ein schönes Rot. So, wir haben jetzt hier zwei Ankerpunkte. Einmal am Anfang, einmal, das hier ist der Anfang, und einmal am Ende. Und können jetzt Übergänge erzeugen, indem wir einfach zum Beispiel am Anfang sagen, dass die X-Skalierung 2 sein soll. Dann wäre das Ganze schon breit. Und am Ende 0. Hat jetzt den Effekt, dass die Schrift so lange so zusammengeknietscht wird, bis die verschwunden ist. So, das Ganze können wir jetzt einmal testen. Hier kommt die Schrift. Wir fahren einmal rückwärts in diesen Teich rein und wechseln sofort in diese Ghost-Perspektive und können, wie ihr seht, frei die Kamera auch noch wählen. Wenn du kurz zu Ende ist, sind wir bei unserem Auto und können aber hier nichts mehr machen. Zurücksetzen und da man jetzt weiß, wie die Strecke geht, kann man jetzt die Strecke auch fahren. Das war hilfreich halt bei schwierigeren Strecken, wo manchmal vielleicht nicht ganz eindeutig ist, wo es lang gehen soll. Geben die Freigabe. Das muss nochmal gemacht werden, nachdem so ein Ghost eingefügt wurde. Man hat hier die Strecke verändert, man hat hier Wasser gesetzt, man hat einen Triggerpoint gesetzt. Ist halt einfach zum Verhindern, wenn jetzt jemand Triggerpoint zum Beispiel einfach mitten auf die Strecke setzt und dann sagt, ja, Kamera Change auf freie Kamera und die freie Kamera ist dann irgendwo meinetwegen genau hier gesetzt, ja, kann er nichts mehr sehen und bringt er noch nicht weiter. So, man speichere noch die Strecke, schreiben, Change gespeichert und das war's.